Wir sind heute wieder unterwegs, genau genommen in Ottenburg, einem Ortsteil von Eching. Und genau das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir verlegen hier nämlich Glasfaser. Und zwar bis ins Haus. Ottenburg ist Teil unseres FTTH-Projektes in Eching. Verabredet bin ich mit Thomas, der als Baubegleiter im Auftrag der Telekom das Projekt begleitet. Thomas, was genau passiert in Eching? In Eching schließen wir über 600 Haushalte an Glasfaser an. Das schnelle Internet, das kommt von hier, dem Hauptverteiler in Heimhausen. Den sehen wir hier auf der Karte. Und von dort aus geht es eben über Hauptkabel bis hin zu Verteilerkästen und Verzweigerkabeln bis hin zu Ottenburg schließen. Thomas, kannst du mir das alles auch mal live vor Ort zeigen? Ja klar, gerne. Lass uns losfahren. Jetzt sind wir hier an der Bundesstraße und die kann man natürlich nicht einfach mal so tiefbautechnisch aufreißen. Es ist viel Verkehr, wie du siehst. Und deswegen haben wir die Glasfaser über bestehendes Leerrohr eingezogen. Jetzt sind wir hier an einem von 12 Verteilerkästen, die in dem Projekt aufgestellt werden. Hier drin sehen wir schon die einzelnen Leerrohrpipes, die immer einzelnen Häusern natürlich auch zugeordnet sind. Über die wird dann die Glasfaser direkt bis ins Haus eingeblasen. Das ist jetzt schon Glasfaser. Hier drin liegt die tatsächliche Glasfaser, über die das schnelle Internet zum Kunden kommt. Dauert das Einblasen von der Glasfaser von hier aus bis in die Häuser lange? Nein, das geht ziemlich schnell. Die Kollegen stehen hier, haben die Glasfaser auf einer Trommel und mit ihrem Gerät via Luftdruck wird das zügig eingeblasen, in wenigen Sekunden oder dann eben Minuten, abhängig von wie weit die Häuser dann weg sind. Jetzt sind wir hier in Ottenburg. Hier wird heute ein Hausanschluss realisiert. Das heißt, vom Verzweigerkabel ausgehend werden Leerrohrpipes über den Vorgarten direkt Hausstich in den Keller hinein, ein Abschlusspunkt gesetzt, fertig. Als das Angebot kam, haben Sie lange überlegt? Eigentlich nicht. Ich bin schon ein kleiner Technikfreak, bin zwar nicht mehr im Computerzeitalter groß geworden, aber ich möchte schon noch ein bisschen, trotz meinem Alter, noch ein bisschen dabei sein. Jetzt haben Sie sich den Vorgarten umgraben lassen. Blutet da das Herz? Nein. Ich habe bei anderen schon gesehen, dass die Leute sauber arbeiten und was soll ich jetzt da dagegen haben? Ich bin froh, dass ich nicht mehr habe. So, es ist jetzt gerade mal 11:30 Uhr, um 8 Uhr haben die Bauarbeiten begonnen und die Arbeiter, übrigens Arbeiter einer Firma aus Polen, haben, wie man hier sieht, eine tolle Arbeit geleistet. Der Vorgarten sieht aus wie vorher, da sieht man gar nicht, dass gebaut worden ist. Die Arbeiter haben nicht nur den vorher sauber ausgeschnittenen Grassoden wieder eingesetzt, sondern haben auch direkt neu nachgesät. Wenn ihr auch weiterhin nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Fragen könnt ihr wie immer in der Kommentarfunktion stellen und ich lege jetzt noch ein bisschen Glasfaser.